So, willkommen zurück zu meinem nächsten Teil und wir steigen gleich hier in Action ein. Ich habe das letzte Mal nicht geschafft. Ich bin gestorben und habe erstmal eine Pause gebraucht. Jetzt geht es hier erstmal an dieser Stelle weiter. Und ich hoffe, dass es diesmal besser läuft als das letzte Mal. Ich werde öfter ausweichen müssen. Ich gebe mir hier wirklich Mühe. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass das diesmal was wird. Aber, wie gesagt, ich gebe mir Mühe. Bis jetzt läuft es eigentlich auch noch ganz gut, aber ich will nichts hinaufbeschwören. Ich muss nämlich leider erstmal erstmal diesen Teekessel vielleicht entfernen, weil dieser nervt mich gerade tatsächlich am allermeisten. Nein, ich will den nicht, den will ich nicht anvisieren. Au! Ja, wir haben ihn. So, jetzt den anderen. Au! Nein! Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Oh, Mann! Komm schon, bitte. Okay, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Wir schaffen das. Ja. Oh, shit. Ich habe zu spät reagiert. Hysterie! Jetzt aber! Stirb, du dreckiger Bast! Wir haben ihn! Yay! Feier, feier! Wir sehen schon ein bisschen abgefahren aus, oder? So fühle ich mich auch gerade, wie sie aussieht. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Schafft, 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 schafft. Yeah, yeah, yeah. Gott sei Dank. Das verlief jetzt beim zweiten Anlauf jetzt relativ unproblematisch. Ich sag extra relativ, weil wir ja schon echt knapp an der Grenze waren. Aber völlig egal. Wir haben es geschafft. Yes. Es kann weitergehen im Programm. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es geschafft habe. Das wird den Merzhasen richtig ärgern. Ein Fahrstuhl. Nicht aufzuhören. Rennt weiter, oder ja, er wird schon sauer. Er wird schon langsam sauer. Den kriegen wir dahin, wo wir ihn haben wollen. Achso, das ist gar kein Fahrstuhl. Doch, muss ja. Achso, jetzt. Er hat irgendwie gerade nicht reagiert. Ach Gott, das ist eine richtige Timing-Geschichte hier. Hier muss ich ganz schnell durch. Wow. Oh Gott. Für einen Moment habe ich eigentlich schon die Faust in meinem Gesicht gesehen. Geht das Ding da mal... Oh, der geht da mal runter. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich wusste nicht mehr, ob der wirklich nochmal runterkommt. Aber er kommt nochmal runter. Oh, da haben wir eine Blume zum Energieaufladen. Gott sei Dank. La 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 la. Das dauert alles immer so lange. Fertig. Der hakt. Ich hoffe, der geht nicht komplett runter, aber ich glaube nicht. Da oben geht's hin zu unserem nächsten Schalter und ich glaube,
Ich vermute und glaube, das ist der letzte Schalter. Ich glaube, dann haben wir ihn. Und unsere Beine. Nein, halt, das reicht jetzt. Hört auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Erst rennen, dann nicht rennen. Ja, zerstört alles! Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum! Du kriegst mich nie. Versuch das gar nicht. Und auch der haut ab. Feigling. So ein Idiot. Das ist echt, echt bescheuert. Da hauen die einfach ab. Aber wir haben dafür unsere schönen Beine für unseren Hutmacher. Juhu, springen. Yay, toll. Und wir hinterher. Wir können unseren Hutmacher zusammenfügen. Das ist super klasse. Er sieht auch schon ganz glücklich darüber aus, finde ich. Wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starrt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder, wunder mich. Wie man Regeln misst, mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Hui. Ja. Und jetzt sind wir in diesem Teekess, in diesem, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten beschreiben kann. Und zwar, wo wir uns vorher entscheiden konnten zwischen zerschmelzen und wiederkehren und zerstampfen und zerschleudern oder zerbröseln. Da konnte man ja geradeaus man hatte da noch ein weiteres, so ein Teepot halt gesehen oder was weiß ich, was das ist. Und hier befinden wir uns jetzt. Ich kann das nicht richtig beschreiben. Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Zurücktreten, Ohren zu halten, Nasen festhalten, lasst falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was ihr liebt. Zähne! Wahnsinn, hält Einzug! Spickt den Irrwitz vor! Alles einsteigen! Au! Was war das? Achso. Klar, natürlich. Was sonst? Nichts gibt's um. So, wir haben jetzt schon wieder 543 Zähne gesammelt. In diesem Zusammenhang checke ich gleich mal, ob wir vielleicht irgendwas upgraden können. Unsere V-Pal-Klinge geht nicht, aber unsere Pfeffermühle kann schon ein kleines Update vertragen. Und sie sieht auch gleich viel cooler aus. Was ist das? Sehr schön. Diese Uhrenteile werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Nur die Uhr da hinten sieht echt verdammt großartig aus. Irgendwie hat die was.
Oder wartet er schon auf uns? Courage, Alice! Ich krieg diese Tür schon auf! Eine Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen hat diverse Vorteile. Sie lenkt Feinde ab und diese nehmen bei der Detonation Schaden an. Schaden, nicht Schaden an. Das Anstreichen bitte. Das geht so, ich schmeiß die hin und die greifen die an. Und wenn ich dann das Q halt vorher betätige, dann bekommen die sogar dadurch noch Schaden. Aber ich benutze das nie, weil dieser Schaden, den die dadurch bekommen, ist wirklich nicht der Rede wert. Höchstens bei dem Großen. Aber den Kleinen macht es wenig Sinn. Die Kleinen werden eigentlich nur unfair, wenn halt so viele von denen kommen und dann auch noch so ein großer Gegner kommt. Dann wird das schon so einer da hinten. Genau die meinte ich. Hier. Schieße ich gerade daneben? So, na halt. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie wie die Pest. So, schmeiß nochmal. Komm, schmeiß nochmal. Ja, hier, das kriegst du auch noch. Nimm das, du Viech. Und das kriegst du auch noch. Wow. Hier hast du eine Uhrwerkbombe. Au. Noch eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Mann. Und wir müssen unsere Hysterie schon wieder einsetzen. Aber das war's dann für dich, du Horrorwesen. Das... Toll, der hätte mir eigentlich auch mal helfen können, ne? Nein, der macht gemütlich die Tür auf. Dass ich vielleicht Probleme brauche? Nö, das ist völlig uninteressant. Oh, das war irgendwie ein bisschen Glück gerade. Eine Rose für die Dose. Oh, ein Schlüsselloch für mich. Und eine Erinnerung. Kein Buch ist so schlecht, dass ich nicht auch etwas Gutes darin fände. Wer das gesagt hat, hat niemals Martin Farquhar Tappas Morallehre gelesen. Kenne ich zwar nicht, aber hört sich total interessant an. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Entschuldigung der Nachfrage. Der ist aber auch mürrisch. Okay, wir müssen ihm diese Tür da, glaube ich, öffnen. Alleine schafft er es nämlich nicht. Oh. Eine Blume zur Selbstheilung. Guck mal von oben rein. Oh, es ist so... Es dauert so lange. Ups, was ist das denn? Cool. Ah. Fertig. Er schimpft über den Märzhasen und über diesen... Über die Ratte oder Siebenschläfer oder Siebenschläferratte oder Ratten-Siebenschläfer-Schläferratte. Auf jeden Fall schimpft er. Den Zahn möchte ich... Was? Okay. Na dann. Hä? Dann komme ich dann nochmal durch.
Oder komme ich da drum herum? Jetzt liegt der Zaun da oben. Ah! Oh, komm schon. Jetzt kommen wir da durch. Jetzt geht das. Das habe ich eigentlich noch relativ gut in Erinnerung. Relativ gut in Erinnerung. Das geht auch relativ geschmeidig hier. So. Was? Ah, jetzt. Da ist er. So, wir öffnen dem Herren jetzt hier noch schnell die Tür. Ich glaube, wir nähern uns gerade dem Ende des Levels. Ich guck mal, ob ich... Ja. Jetzt kommt unser Endboss. Wir haben den Grund des Bebens gefunden. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg! Ihr seid zu spät! Diese Arroganz, diese abscheulichen Tischmanieren, sie sind die Zerstörer des Wunderlands! Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend! Haben Sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient! Lass mich sofort runter! Ich sollte... Genug verlabert! Kampfzeit, Fräulein! Falsche Hoffnung fahren! Vergesst, was gewesen! Es ist vollbracht! Wahnsinn hält Einzug! Spinnt den Irrwitz fort! Oh, wow, wow, wow! Unser Endboss! Oder auch nicht! Ich würde sagen, das war ziemlich fail für die beiden. Das habt ihr euch wohl anders gedacht. Nein, meine kostbare Domäne und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wann fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir, sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht mal näher an die Spiegellinie betrieben. Kommt schon, Leute. Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Ajibi. Trinkt, trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir. Du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee und Ignoranz. So. Das wär's eigentlich mit unserem ersten Kapitel. Ich würde jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.